14 september 1523 is paapst Hadriaan der Zesde gestorven. Der paapst als Utrecht. Hij wurde begraven onder Sankt Peter, aber nach 10 jaar aufgegraben, weil hier ein Monument für ihn fertiggesteld war, schon in 1529, von Baldassar Peruzzi. Etwas von seinem Leben sehen wir hier auf diesem Relief. Der Papst segnend auf ein Pferd, dahinter eine Kardinäle, darunter der Mann, die da liegt, bedeutet symbolisch der Tiber. An der anderen Seite ein Mann, der kniet, das ist Symbol des Senats von Rom. Und dahinter eine Frau, vorüberbeugend mit 2 anderen Frauen, das ist die Magd von Rom, die Magd der Stadt Roms. Da hinten sieht man schon eine Porta, Porta Pauli, in der Nähe von Paulus Fiori il Mura, die Pyramide von Cestius. Man sieht auch die Curia. Mit anderen Worten, das bedeutet sein Einzug in Rom, sein joyeuse Entree. Hier unten steht, wie er eigentlich war. Er liebte die Einfachkeit. Er liebte überhaupt nicht, wie es hier in Rom luxueus zuging. Rechts und links sehen wir die kardinale Tugenden. Mäßigkeit, Mut, Klugheit und Gerechtigkeit. Und es ist so gewesen, wahrscheinlich bis zum 18. Jahrhundert, dass das Grabmonument eigentlich etwas höher war, weil da oben waren auch noch die 3 die Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe aufgestellt. Das hat sich geändert, als um so zu sagen, das Monument zum Gesamtkunstwerk des Patertiums geworden ist. Wir sehen da einen Spruch stehen: Pro dolor quantum refert in quae tempora vel optimi cuius quisque virtus incidat. Möglicherweise von Plinius. En dat bedeutet so etwas wie: Wie ist es doch schade, dass auch ein sehr guter Mann doch immer abhängig auch bleibt von der Zeit, worin er lebt. Der Papst liegt hinter diesem Relief. So, was man da oben sieht, ist nur für die Schönheit. Adrianus Sextus, PP, Pontifex Papa. Und hier vorn 2 Putti mit den Lebensfackel. Nicht nach oben, aber jetzt ohne Feuer. Er ist gestorben. Sein Wappen da in der Mitte und da liegt der Papst. Er wartet da auf den jüngsten Tag. Und da oben Maria mit Kind und Petrus und Paulus, die Patronen von Rom. Und da oben noch Engel oder Viktorien, wie im Altertum natürlich, mit Tiara und die beiden Schlüssel. Das Monument ist, um so zu sagen, auch wichtig für die Kunstgeschichte, weil man hat damals sich inspiriert auf die Triumphbogen am Forum Romanum. Man sieht eigentlich so einen Triumphbogen. Darauf ist es inspiriert.
Omdat es hier genau hört, sieht man auch an diese Säule, die genau die Farben haben, die irgendwo auch in der Kirche sind und auch draußen vor der Kirche. Wir beten für den Papst und wir hoffen einmal, dass er selig gesprochen wird.